Fräulein-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen. Seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also, es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht's! Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Okay. Hey, was machst du? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich hab Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komm schon ganz gut hey, allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Wie hat die herausgefunden, dass ich hier bin? Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Mies gelaufen. Man sollte halt nicht seine Frau annehmen. Hey, Nathan! Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite,
Wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. So, die Insel. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Oh, ja. Immerhin ist da eine Insel. Stimmt? Wo ist da eine Insel? Sucht nach irgendwas menschengemacht. Hm, meinst du von Piraten? Klar. Frau schreibt. Ja, ja, eher sowas. Eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Oh, das ist ein Haus. Nee, da oben. Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Ein Weg zum Turm. Ja. Da unten. Die Brücke hat gehalten. Wie ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Okay, dann mal rauf. Frau möchte ins Bett. Und Herrchen soll nicht mit. Sepp, hier lang. Das sieht doch gut aus. Pfeil nach oben. Ha. Irgendein Symbol. Arrow. Ein Kompasspfeil. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil.
Da hinten ist eine Höhle. Du musst wohin sein, du. Komm, das Boot ist gleich da unten. Ja. Schon ruhig bleiben würde. Schon dreckig machen. Wieso guckst du da hoch? Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Rüber. Sam, gehen wir. Gut, Brüderchen, dann los. Na, schau, da drüben ist noch ein Pfeil. Da ist ein Pfeil. Scheiße! Auf links. Da ist ein Pfeil nach rechts. Hier nach links. Da rein, okay. Ups. Niemand diesen Ort gefunden. Das wäre die reinste Touristenattraktion. Ich schloss das Tor, falls ich mal für die Rumhöfe klettern kann. Kann da ja nicht hinfahren. Ich muss wahrscheinlich in den mittleren Teil.